székhelyetek, bizsok, székhelyetek, ortodoxi priester, libe ortodoxi, reformierte, un katolische, leute. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen den Gruß des Zürcher Regierungsrates überbringen darf, aber das kann ich ja nur, dass ich von Ihnen eingeladen wurde, das freut uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Die Namen der Stadtheiligen. Felix, Regula und Exuberantius sind den Zürcherinnen und Zürchern bekannt. Sie sind mit Zürich irgendwie untrennbar verbunden. Und bis heute finden wir die aus Ägypten stammenden Märtyrer auf dem Zürcher Sion. Immer wenn die Regierung etwas beschlossen hat, doch ich bin nicht so ganz sicher, ob die Zürcherinnen und Zürcher wirklich etwas mehr darüber wissen, dass es in einigen Einwohnern abgeschlagen worden ist. Mit der Vesper, liebe Gläubige, mit dieser Vesper heute Abend bringen Sie die Bedeutung von Felix, Regula und Exuberantius für das Christentum zum Ausdruck. Sie bringen es uns Zürcherinnen und Zürcher doch deutlich näher. Dabei kommt den orthodoxen Kirchen eine besondere Rolle zu. Und es freut mich speziell, dass Sie es geschafft haben, diesen Gottesdienst heute zu machen und uns alle einzuladen. Ich bin fest überzeugt und erlebe das auch, dass die orthodoxen Kirchen zur Vielfalt des Christentums beitragen. Diese Vielfalt macht nicht nur den Charakter unseres Landes, unserer Schweiz aus, sondern es ist eben auch eine ganz große Chance. Vielfalt erleben wir auch heute an dieser Feier. Es ist beglückend, dieses Bild, das ich hier präsentiere, dieses farbenfreudige Bild, die unterschiedlichsten Leute, und wie sie alle strahlen und irgendwie so eine innere Zufriedenheit aussehen. Beim Wort Vielfalt denken wir dann auch häufig an Religionen, an unterschiedliche Religionen. Doch, das müssen wir uns alle eingestehen, da ist leider nicht nur immer ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Religionen. Immer wieder ist es zu grausamen Konflikten ja gekommen, in Zeiten unterschiedlicher religiöser Zweifel hartnäckig geführt wurden. Vielleicht würde es den Umgang mit anderen Religionen erleichtern, wenn wir uns bewusst werden, dass die einzelnen Religionen selbst sich eben nur Vielfalt auszeichnen. Das gilt gerade auch für das Christentum. Zu rasch denken wir, und gerade auch in Zürich, beim Wort Christentum an unsere Landeskirchen und übersehen, dass das Christentum weit vielgestaltiger ist. Deshalb freut es mich so wirklich, dass wir heute zusammen mit zehn orthodoxen Kirchen der Region Zürich waren an das Feiern. Möge denn, geschätzte Anwesende, dieser Anlass, diese Feier für heute, sind in seinem Werk für ein friedliches Zusammenleben. Sind in Werk für ein Zusammenleben unter uns Christen. Sind wir aber auch für ein Zusammenleben mit anderen Religionen. Möge es Ausdruck sein eines Zusammenlebens, das sich durch gegenseitigen Respekt und Toleranz auszeichnet. Das, geschätzte Anwesende, ist die Voraussetzung für das Wohlergehen in unserem vielfältigen Land und erst recht das Wohlergehen
wohlergehen in unserer noch vielfältigeren Welt, die durch die heutigen Kommunikationsmittel immer näher zusammen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.